Guten Tag, mein Name ist Siegfried Schröder und ich berichte täglich über den aktuellen Stand auf meiner Plattform Libero Financials. Wir befinden uns hier auf dieser Plattform und in dem Link Libero Bank. Als erstes will ich zeigen hier, das ist wichtig, wird der aktuelle Kurs des Liberos immer angegeben. Der beträgt jetzt zur Minute 0,011 Dollar. Gestern hatten wir eine Rallye nach oben. Er war bereits bei 0,014. Und dann kam der Rückgang auf den jetzigen Wert. Viele hatten schon angenommen, dass der Crash kommt, aber dem ist nicht so. Ich finde auch, dass das eine relativ gesunde Entwicklung ist, so wie es sich jetzt hier abzeigt. Okay, gehen wir runter und gehen auf das, was meinen Account betrifft. Hier habe ich einen Überblick, was die Anzahl der Liberos sind, die gesperrt sind. Gesperrt heißt die Anlage. Wir befinden uns ja hier im Staking und man kann entscheiden, will man ein, zwei, 3 oder 4 Jahre anlegen. Ich habe mich für 4 Jahre entschieden und meine gesperrten Libros sind 19.338. Das entspricht nach dem jetzt momentanen Kurs 219 Dollar. Das Libero-Guthaben betrifft 19 oder ist 19.292. Da ist eine kleine Differenz drin. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was habe ich bis jetzt erhalten? Ich habe also Prämien erhalten von 924 Libero und je nachdem, wie der Kurs ist, das habe ich am Anfang gezeigt, entspricht das 10,49 Dollar. Die BUS-Dollar-Prämie ist 4,85 und das ist nochmal als Hinweis. Es gibt zwei Prämien, die ich für das Staking erhalte. Einmal erhalte ich Liberos und zum anderen BUSD. Und wenn man so will, ist die dritte Komponente der Kursanstieg. Also ich gewinne am Ende, wenn alles optimal verläuft, dreimal. So, aktuell, ich tue immer alle 24 Stunden das Ganze aktualisieren. Beträgt Spending, also habe ich in den letzten 24 Stunden 2,49 Dollar Libero, das sind 219 Liberos, gestaked und 1,82 BUSD. Also ist für die Anlagesumme, wir haben es oben gesehen, 200 Dollar ein recht ordentlicher Betrag. So, machen wir das, auf was es ankommt. Das heißt, ich gebe jetzt diese 219 Libros in mein Wallet. Kurz nochmal anzeigen das Wallet, damit wir einen Überblick haben. Also das sind die Größenordnungen. Wichtig ist dann hier, dass ich hier 957 Libros im Moment im Wallet habe. Und das wird sich ändern, nachdem ich die Libros beansprucht habe. Also gehen wir hierher. Es öffnet sich mein MetaMask Wallet, muss natürlich aktiviert sein. Okay, ich bestätige das Ganze und es dauert 1, 2, 3 Sekunden, vielleicht auch 5 Sekunden. Dann ist dieser Betrag übertragen ins Wallet. Vielleicht noch mal kurz hier der Blick drauf. Hier wird angezeigt, wann ich wieder Libros erhalte. Das heißt, alle 30 Minuten erhalte ich Libros und hier ist die Zeit, läuft die rückwärts. Das sind noch 16 Minuten 43 Sekunden. Also man sieht hier, die Zeit bewegt sich. So, wichtig ist, vielleicht hier unten gesehen, der Vorgang ist vollzogen und meine Libros sind auf Null gestellt. Ne? So, natürlich nicht das, was hier kumulativ erreicht worden ist, sondern der Tageswert ist auf Null. Demzufolge müsste sich das ja im Wallet befinden. Gucken wir mal rein. Wir hatten über 900 und hier sehen wir, dass wir hier 1177 Libros im Wallet haben. So, das ist der Schritt 1, also die Libros rüberholen ins Wallet. Und der Schritt 2 ist,
die BUSD umwandeln in Liberos. Und der große Vorteil ist der, dass wenn ich das hier mache auf der rechten Seite, nämlich hier diesen blauen Punkt angeklickt habe und auf Umwandeln gehe, dann spare ich die Kaufsteuer. Wir wissen ja, dass bei jedem Kauf, Verkauf Steuern anfallen. Ne? So, und hier auf der linken Seite ist klar, fallen Steuern an. Das, was ich vorhin gemacht habe. Wenn ich das aber hier angeklickt habe, gehen auf die 1,82 Dollar, BUS-Dollar, die automatisch umgewandelt werden in Libero, bezahle ich keine Steuern. Also gehe ich auf Umwandeln. Läuft ja alles wieder über das Wallet, bestätige das Ganze und wieder 3, 4, 5 Sekunden und es wird mir angezeigt, ob ich das, dass das bestätigt ist, dieser Vorgang. So, und wir gucken dann ins Wallet rein und auch das, Sie sehen, hier Transaktion ist bestätigt, hier oben wird jetzt sofort auf 0 gestellt. Einen Moment, das gucken wir uns noch an oder wir schauen mal kurz ins Wallet rein. Im Wallet sind jetzt nicht vielleicht vorhin den Wert noch im Blickfeld, das waren 1100, jetzt sind es 1337. Ne? Also die BUSD wurden, ohne dass ich Steuern bezahle, also Gebühren bezahle, in mein Wallet übernommen. So, und hier sehen wir, ist das auch wieder auf Null und es beginnt jetzt sowohl auf der linken Seite das Ansammeln der Liberos durch das Staking und der Schritt 2, das Ansammeln von BUSD durch das Staking, beginnt jetzt von Neuem. Ja? Und in 24 Stunden, also morgen um die gleiche Zeit, in etwa immer so zwischen 10 und 11 Uhr, berichte ich hier in diesen Videos, was erfolgt ist. Okay, wenn das alles gefallen hat, dann vielleicht auf meinen Account gehen bei YouTube und Daumen hoch, ist in Ordnung, hat mir gefallen. Vielleicht sogar das Ganze einfach anklicken, dass Sie nichts verpassen, dass Sie immer aktuell informiert werden oder auch beides tun. Alles das ist möglich. Wer Geld verdienen möchte, so wie ich das hier tue und so wie ich das hier zeige, dann kann man auf den Account von YouTube gehen. Dort habe ich meinen Link hinterlegt. Und interessanterweise ist, ich gebe jedem, der sich über meinen Link anmeldet, 100 BUSD für den Start. Ich sichere selbstverständlich Unterstützung zu. Wir können gemeinsam das Wallet einrichten. Wir können gemeinsam die Plattform einrichten. Alles das ist dann auch mit meinem Link ohne weiteres machbar. In dem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag und bis nächsten Tag. Siegfried Schröder. Danke.